Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 von Let's Play Assassin's Creed Liberation HD. Hier ist wieder euer Oliver301, ich begrüße euch zurück zu diesem Let's Play. Ja, wir sind im letzten Part ein wenig durch New Orleans gelaufen und haben den neuen Charakter Evelyn de Grand Prix kennengelernt von diesem Spiel. Und auch den neuen Ort New Orleans, denn ich bin mir gerade gar nicht sicher, waren wir in Assassin's Creed 3 schon mal New Orleans? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier und müssen jetzt unsere erste Mission als Sklaven antreten und herausfinden, was mit den verschwundenen Sklaven los ist, denn da sind ein paar verschwunden. Jo, da ist die Lieferung zum, weiß ich nicht, war das eine Plantage, wo Sklaven verschwinden? Weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall müssen wir da rein. Verstecken. Ach ja, bewegbare Karren, das ist eigentlich ganz schön. Gut, wir haben ja vorhin schon gelesen, also im letzten Part, als Sklaven können wir uns gut untertauchen, indem wir Kisten schleppen. Ich drücke doch B. Was ist denn? Hallo? Kiste? Jetzt. Okay. Ja, die Plantage infiltrieren, ohne entdeckt zu werden, ist unser Ziel. Wir werden als Sklaven nicht so schnell entdeckt, wenn wir eine Kiste tragen und sie lassen uns auch relativ in Ruhe. Also hier können einfach durch sie durchgehen. Ein wenig Aufmerksamkeit erregen wir natürlich trotzdem, also wenn wir zu lange rumlaufen, dann raffen die schon, dass wir nicht zu den anderen gehören. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Gut. Wir sollen da vorne hin. Dann machen wir das mal. Sollte vielleicht nicht so über die Hecken laufen, das ist vielleicht ein bisschen auffällig, oder? Ein bisschen unverfroren, so als Sklave. Über die Hecken der Feingesellschaft zu laufen, ist nicht gerade gut, ne? So, da sind Menschen, reden wir mit ihnen. Wer bist du? Wie kamst du an den Wachen vorbei? Wir haben hier schon genug Ärger. Und brauchen nicht mehr. Ich bin Aveline, eine Freundin. Es heißt, Sklaven seien entflohen. Doch keiner hat eine der Zufluchten erreicht. Wir befürchten das Schlimmste. Wenn du Spionin bist, Aveline, wirst du hier keinen Grund für Klagen finden. Meine Brüder verschwanden. Dann meine Tante. Heute meine jüngste Schwester, Therese. Es war keine Flucht, wie du sagst. Es war Raub. Und Therese würde alleine nicht überleben. Ich finde sie. Wenn jemand über diese Felder gelaufen ist, hat er Spuren hinterlassen. Ja, dann suchen wir mal nach diesen Spuren. Und das machen wir ganz easy, indem wir auf das Plantar, auf die Plantagenvilla gehen und die Gegend aussperren. Also los geht's. Auf zur Villa. Das machen wir ganz einfach. Wir klettern einfach mal schnell über die Häuser. Das ist am schnellsten. So. Über die Bäume. Auch das geht hier wieder. War ja in Assassin's Creed 3 schon ein großes Feature. Hier haben sie es wieder übernommen. Sehr angenehm, wie ich finde. Ich vermisse teilweise echt, wenn ich alte Assassin's Creed nochmal einlege, dieses Bäumeklettern. Also ein bisschen ist das schon eine schöne Sache, die sie da eingebaut haben. So. Die Scheune. Ich lese schon den nächsten Missionspunkt und fange meinen Satz damit an. Sehr gut. Die Übersicht über das Gebiet haben wir jetzt und sollen jetzt zur Scheune. So ist gut. Da laufen wir einfach weiter über die Dächer. Es läuft am schnellsten. Laufen. Es läuft. So, nicht auffallen nach Möglichkeit. Die gucken eh nicht nach oben, die Wachen. Dann passt das schon. So, die Scheune haben wir erreicht. Jetzt nochmal eben runter. Ach, dachte ich kann den Ast noch greifen, aber nein, so geht's auch. So, die Tür glitzert, also hat's mit der irgendwas auf sich. Hab keine Angst, Therese. Ich bin kein Feind. Wer war das? Dein Besitzer? No, sein Sohn. Oh, bitte hilf! Sei stark. Ich werde dich retten. Das wirst du büßen. Wachen! Schnell! Wir haben Ratten im Stall! Fuck, mir fällt gerade auf, dass sie mit den Synchronstimmen sogar ein bisschen sparsam waren, ne? Die Person, die uns vorhin den Brief vorgelesen hat, hatte dieselbe Synchronstimme. Achso, jetzt soll ich eine Waffe nehmen, okay. Ja, das kriegen wir ja noch hin. Und kaputt. Und wir werden übrigens später noch erfahren, wer die Person ist, die uns die Briefe vorgelesen hat. Aber das ist nun vorüber, Therese. Folge mir. Wir müssen eilen. Und es ist halt echt schade, dass das hier, fällt mir echt gerade auf, dass da ein bisschen mit den Synchronstimmen gespart wurde. Weil er hat halt wirklich dieselbe Synchronstimme. Ah, naja.
Wie gesagt, ist halt nur ein kleines Portable-Spiel. Was halt echt von der kurzen Mission und so lebt. Meine Tochter, allein in der Dämmerung. Wo warst du nur? Nach dem Albtraum wollte ich Luft schnappen. Liebste Stiefmutter, ich bin erwachsen. Sorge dich nicht um meine Sicherheit. Du unterschätzt die Gefahren dieser Welt. Wenn nicht für dein Leben, dann doch für deinen Ruf. Warum bist du nur so eigen? Ich wünschte, du wärst... Hör zu, Madeleine. Ich benötige deine Hilfe. Und es ist äußerst dringend. Was ist? Als ich fort war, hörte ich markerschütternde Schreie. Ich folgte ihnen und entdeckte eine Frau, eine Sklavin, schwer verwundet. Wo ist sie? Ich schicke Hilfe. Sie wartet in einem Wagen, draußen, auf der Straße. Aveline! Sei nicht böse. Ich wusste, du weißt, was zu tun ist. Ich konnte sie doch nicht einfach krepieren lassen. Oder schlimmer. Oder schlimmer? Du hast sie bereits einer Hetzjagd ausgesetzt, allein durch deine Unbesonnenheit. Nun gut. Ich werde mich nicht abwenden, nicht, dass du mir eine Wahl ließest. Ich sorge dafür, dass die Sache diskret behandelt wird. Oh, vielen Dank, Madeleine. Eile in der Zwischenzeit in die Stadt und besorge ihr neue Reisekleider. Spute dich, wir haben nicht viel Zeit. Sputen wir uns mal und gehen Sachen kaufen. Das ist eine ganz dumme Idee, einer Frau Geld zu geben, damit sie einkaufen geht. Ja? Achso, wir haben jetzt übrigens, ich habe mich gerade kurz gefragt, was soll das? Aber wir haben jetzt hier übrigens wieder das Kostüm der Dame an. Und können aber dennoch dafür sorgen, dass die anderen Kostüme ihren Bekanntheitsgrad verlieren. Was, finde ich, sehr praktisch ist. Das heißt, als Dame verkleidet, einfach mal schnell den Bekanntheitsgrad der Sklaven bereinigen. Das ist doch super. So, unser Ziel ist der Laden irgendwo im Osten. Zumindest wenn ich die Karte so interpretiere, dass der Pfeil dort links Norden sein soll und dann laufen wir ja nach Osten jetzt. Also auf geht's, Reisekleider kaufen. Yeah, shoppen. Shoppen. Und rein in den Laden. Gott sei Dank sind die Läden nicht so weit weg. Es ist immer praktisch, wenn irgendwas in der Nähe von deinem Haus ist. So, Sklavenkleider. Reiseklamotten. Kaufen! Jawohl, Missionsgegenstand erhalten. Und raus aus dem Geschäft. Und jetzt wieder zurück zur Villa der Grand Prix. Grand Prix. Ah ja, und da haben wir sogar eine praktische Sklavin oder Angestellte, die uns den Mist hinterher schleppt. Super, super. Das ist Service. Damals wussten die Leute noch, was Service ist. Heute musst du es selber schleppen. Oder lässt es dir mit der Post nach Hause schicken. Einfach übers Internet bestellt. Natürlich auch praktisch. So, Treppe hoch und rein in die Tür. Gott sei Dank muss ich nicht auf diese Angestellte warten. Das ist immer schlimm, wenn du dann darauf warten musst. Aveline, verspätet zum Essen und wieder Aschfall. Ich fürchte, du ruhst nicht genug. Oh, Papa, ich komme zur Ruhe, wenn ich alt und grau bin. Wenn du so weitermachst, ist es bald soweit. Ah, ich fürchte, du schlägst mehr nach deinem Vater, als es einer Dame geziemt. Ein Apfel vom selben Baum. Übrigens, Monsieur Blanc erbittet deine Hilfe beim Lagerhaus. Ich vermute, dass er Arbeit für dich hat. Ist das alles, was er zu bieten hat? Ich dachte, bei so viel Aufmerksamkeit hielte er um deine Hand an. Wie auch immer. Es ist die Arbeit, die mich interessiert. Philipp! Oh, meine Güte. Bei diesem interessanten Gespräch habe ich doch gänzlich die Zeit vergessen. Wenn ihr mich entschuldigt. Guten Tag, Papa. So, er ist fort. Und ich sage dir, Aveline, ich habe mich um alles gekümmert. Deine Freundin ist nun sicher. Hast du noch mehr derlei Probleme? Zögere nicht, zu mir zu kommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sklaven befreien könnte so zu einer Nebenmission werden, oder? Dass man die irgendwie immer ein bisschen befreit und dann zu seiner Mutter geht, die Sklaven mehr oder weniger dort abgibt. Und mal gucken. Soweit habe ich es ja jetzt noch nicht gespielt. Ich habe, wie gesagt, ungefähr schon mal eine Stunde gespielt. Und ich mag diesen Ladebalken, dieses Animus-Ding hier. Das sieht echt cool aus, oder? Müssen wir mir recht geben. Sieht doch echt cool aus. Mit den Reflexionen auf dem Boden und den Bouquet-Lichtern im Hintergrund. Ach, so schön. So schön. Schon schön. Schon schön. Wunderschön. Hat was.
Als Fotograf mag man vermutlich sowieso alles, was mit Bouquets zu tun hat. So, aber was will jetzt eigentlich das Ding von mir? Adi muss Erinnerungsnotizen. Nach dem Verschwinden ihrer Mutter wurde Evelyn von Madeleine Dillies großgezogen. Der Bund zwischen den beiden Frauen wuchs, als sie bemerkten, dass sie ähnliche Ansichten zur Sklaverei teilten. Okay. Ich nehme an, die sind beide dagegen. So, da sind wir wieder. The Grand Prix Lager. Oder das Lager der Grand Prix. So, hier haben wir einen Aussichtspunkt, den wir leider gerade nicht nutzen können, denn so hoch kommen wir nicht. Aber ich kann euch mal eben das angesprochene mit dem Karten-Ding aufdecken zeigen. Dann werden wir jetzt mal eben so gucken, so das Rumlaufen. Wenn man links unten sieht, wird nicht so viel von der Karte aufgedeckt, aber wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen höher auf eine erhöhte Position und man sieht schon, da wird die Karte größer. Das ist echt schön, das hat so ein bisschen was Dynamisches, dass halt wirklich der Bereich im Sichtfeld aufgedeckt wird. Das ist echt angenehm oder so. Das hat echt, ich weiß gar nicht, hatten sie das in AC3 schon drin? Wenn, dann ist es mir nicht aktiv aufgefallen. Oder ich habe mich ja so schnell dran gewöhnt, dass es einfach gut ist. Wie gesagt, ich finde das hier einfach praktisch. Das ist so ein kleines Feature, was aber praktisch ist. Kann man über die Löcher laufen und gleichzeitig recht schnell die Karte aufdecken. Man muss nicht wirklich alle Aussichtspunkte zugreifen. So, wir müssen jetzt zu einem Monsieur de Blanc, wenn ich mich nicht recht erinnere, der irgendwie Arbeit für uns hat. Da müssen wir erstmal den Eingang finden. Wo ist er denn? Da. Los geht's. Dem Geschäft nachgehen. Ein bisschen Charme kann Wunder wirken. Schon zweimal diesen Monat. Das Geschäft ist bereits schwer genug, ohne dass Lieferungen verschwinden. Eure Verärgerung Merkte? Ist nur verständlich, Monsieur. Merkte? Selbe An eurer Stelle würde ich eine Untersuchung verlangen. Bitte lasst mich nachforschen. Ich spreche umgehend mit Monsieur de Saint-Maxon. Herzlichen Dank, Monsieur Blanc. Immerhin weiß ich, dass ich mich stets auf euch verlassen kann. Ja, selbe Synchronstimme wie vorhin dem Typen auf der Farm. Plantage. Was auch immer. Gut. Und jetzt müssen wir Gérard verfolgen. Gérard Blanc, genau, das ist er. Da vorne. So. Auch die berühmten Verfolgungsmissionen, die gibt's hier wieder. Und wieso sollen wir die jetzt eigentlich verfolgen? Ach so, weil irgendwelche Sachen im Gange sind, die nicht ganz reinlaufen. Und die Aveline ist halt neugierig. Ging hier nicht dieses sich an die Wand lehnen und verfolgen? Wie war denn das? Es läuft schon weiter. Was habe ich in Assassin's Creed immer gehasst? Wenn die Leute so kurz dich gesehen haben, dann wurden sie komplett paranoid. Ah ja, und hier, da ist es, das an die Wand lehnen. Das mochte ich in AC3 auch schon immer. Das fand ich immer irgendwie dynamisch. Ich finde das immer schön, wenn man sich so einfach an die Wand lehnen kann und so. Also im Grunde macht es der Charakter ja selber. Das ist halt echt angenehm, also. Hat was. Ist ein nettes Feature, was finde ich echt ganz gut funktioniert. Boah, ist der paranoid. Ey, war das letzte Mal auch schon so paranoid, als ich das gespielt habe? Kam mir irgendwie schneller vor das letzte Mal. Naja, was soll's. Oh, Entschuldigung. Habt ihr ihn nicht gesehen? Naja, vielleicht waren wir einfach zu nah an ihm dran, dass er sich paranoid gefühlt hat. Naja, läuft schon. Oder dreht er sich jetzt einfach nur wieder? Ich bin nicht da, keine Sorge, lauf weiter. Habe ich zu viel Parfüm drauf? Riechst du das aus der Entfernung? Dann, tut mir leid. Ach Gott, diese Verfolgungsmission in Assassin's Creed, die bremsen extrem den Spielfluss. Schlimm. Echt schlimm. Mochte ich noch nie. Bursche, die Fracht wurde von diesem Schiff gestohlen. Ich kann sie ebenso wenig wieder beschaffen wie du. Ja, Monsieur, das ist sehr beunruhigend. Nun, wozu würdet ihr denn raten? Ich weiß nur eins. Der Kerl war so dreist, sich zu kleiden wie ich und meine Unterschrift zu fälschen. Ist das vorstellbar? Nein, Monsieur. Vorstellungskraft war nie meine starke Seite. Wenn es keine Umstände macht, kann ich eure Bücher sehen? Meine Bücher? Da frag mal lieber den Kapitän. Ist die Crew bestechlich, ist der Kapitän nicht weniger korrupt. Was bist du denn? Okay. Wir haben einen neuen Datenbank-Eintrag und jetzt müssen wir aber erstmal in die Bücher schauen. Da irgendwie der Monsieur de Blanc, Gérard, wie hieß er nochmal? Das er irgendwie nicht hingekriegt. Mal gucken. So, Schiffswachen bestechen.
Mit B können wir Bestechungsversuche machen, beziehungsweise versuchen. Wie viel wollen die? 150? Ihr seid ja wahnsinnig. Das 150 Geldeinheiten. Ist ja eine ganze Menge, wenn man mal... Vor allem unser Counter ist nicht eine Zeile runtergegangen, weißt du? So, hallo. Ich werde leicht seekrank, also... Seid ihr der Kapitän dieses Schiffes? Sie. Kapitän Carlos Dominguez. Zu euren Diensten. Moin. Den Kapitän betören. Das mache ich auch mit B. Ich kann die Leute bestechen mit B und betören mit B. Das ist praktisch. Alle Funktionen mit B sind auf B. Perfekt. Kann ich euch unter vier Augen sprechen, Kapitän? Wer bin ich, so ein reizendes Wesen abzuweisen? Kommt! Das klappt übrigens auch mit Wachen und dann sind die kurzzeitig auf unserer Seite mehr oder weniger und ja. Ist ganz nett. Dieses Bestechen, Betören-Feature. Wärt ihr so freundlich, mir zu verraten, was mit der Fracht von Monsieur de Saint-Maxon geschah? Warum wollt ihr das wissen? Ach, sorgt euch nicht, mein Engel. Die Fracht hat ihren vorgesehenen Empfänger längst erreicht. Lasst mich euch einschenken und behauptet nicht, dass dies nicht der beste Madeira ist, der je über eure himmlischen Lippen kam. Wenn ihr darauf besteht, Kapitän? Oh ja. Ihr findet keinen besseren Wein in der ganzen neuen Welt. Ich bin entzückt. Wahrlich. Tja, die hast du dir wohl eingebildet. Sie brachten die Fracht in zwei Lagerhäuser. Jo. Das war dann das Betören. Und dann sind wir jetzt alle ganz betört und gehen in den nächsten Part. Bis dann. Tschüss.